Hallöchen, liebe Zuschauer, willkommen zurück zu einer neuen Episode. Kurz die Musik wieder leiser machen. Wir starten jetzt mit einem Heimspiel gegen Jean, SM Jean. Ibrahims ist jetzt leider verletzt, fällt jetzt bis zu 3 Wochen aus. Das ist bitter, aber wir haben ja zum Glück Koulibaly für die rechte Seite. Ist trotzdem nervig, dass so viele jetzt nicht spielen können. Abdi wieder da, nachdem er auf Länderspielreise war, mitten in der Saison einfach. Warum auch nicht? Die Verletzten-Liste wird immer größer. Da gibt es 2 Stammspieler mit Diaz und Cissé und ein wichtiger Ergänzungsspieler, Rotationsspieler, den ich immer reingetan habe, um Manduki oder Marto oder auch mal Cossiello zu schonen. Was jetzt natürlich nicht so gut klappt. Aber sei es drum. So, Fadiga. Zielstrebigkeit stark gestiegen, sehr gut. Ich hatte sie. Macht's aus, ganz gut. Und wir starten die Partie gegen Jan. Danach kommt aus dem Spiel gegen Grenoble Food. Also jetzt der 7., danach der 12. Let's go. Auf Insta heißt es dann Dento93. Alle Zuschauer könnt ihr gerne auch vorbeigucken. Unten in der Videobeschreibung habt ihr den Link. Musik geht aus. So. Und er hat auch einfach, glaube ich, auf Twitch, auch unter dem Stream, den Link zu allen sozialen Dingern, die ich so habe. Ja, genau, dann folgt mir wirklich überall. Das stimmt. Armand. Wir würden gerne wieder einen Dreier holen. Das wäre gut. Nachdem wir verloren haben. Mit 2:0. Die Partie war in Ordnung. Aber wir waren nicht im letzten Drittel gut genug. Und ich sehe gerade, ich habe vergessen, Armand in den Sturm zu tun. Wobei, Sarr hat es ja ganz gut gemacht. Auch wenn es jetzt ein unterklassiger Gegner war. Armand 1:0. 11 Minuten. Wichtiger Start. Danke für den Follow, Stan. Auf Twitch. Xavier mit einem guten Auge auf Koulibaly und er zeigt, er kann auch sehr, sehr gut flanken. Badeschlappen LP, vielen Dank für dein Raid mit 150 Zuschauern. Vielen Dank. Okay, damit habe ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Mache ich mal kurz Pause. Oder ich lasse weiterlaufen. Vielen Dank. Das ist sehr lieb. Danke an Timmy 1909 für den Follow. Und Moment. Das ist für euch. 2:0. Das auch. vielen Dank. Ich ziehe meinen Hut für euch. Vielen Dank. 2. Vorlage Koulibaly. Sehr, sehr geiler Start. Ja, das ist natürlich eine nette Überraschung. Sehr lieb. Ne, überspringen. Damit habe ich nicht unbedingt gerechnet. Ja. Abglaube etwas Delay, schreibe ich gerade auch in den Chat, also nicht wundern. vielen Dank. Sehr nett. Ja, Stan, das war der gute Badeschlappen. Das ist ja jetzt mal eine Überraschung. Aber auch in der Partie hier. Und das ist ja an sich das Wichtigste, läuft auch sehr gut. Sogar Rang 6. Auf jeden Fall ehrenhaft.
Ehrenbadeschlappe. So. Sondern das war ein Host, kein Raid, genau. Ach, und Timmy, an deinen Nicknamen erkenne ich, du bist anscheinend BVB-Fan. Auch dafür Daumen hoch. Richtig so. Der richtige Verein. Ja, sehr souverän erste Halbzeit. Fadiga. Für Adamas. Ne. Ich tue mal Jeremy Menez für Armand, um ein bisschen zu schonen. Koulibaly wird auch ein bisschen eine kleine Pause brauchen, aber die kriegt er erst nach ein paar Minuten. Nee, das nicht, denn, aber es ist ein Host, es ist kein Raid, also die Zuschauer sind jetzt nicht alle hier. Der Zuschauerrekord bei mir liegt, glaube ich, bei 237 oder so. Um den Dreh. Aber jetzt sind gerade auch 62 Zuschauer. Vielen Dank. Ihr wisst ja, ich freue mich auch über 2-3 Zuschauer. Also von nachher. Bedeutet mir sehr viel. Vielen, vielen Dank. So, jetzt kann man ruhig mal rotieren. Wie rotieren kann man nicht mehr in der Partie. Ihr wisst aber, was ich meine. Bamba für den guten Koulibaly. Heute eine sehr, sehr gute Leistung mit 2 Vorlagen. Und Isaac Lihaji für Bruno Xavier. Ja, keine Ahnung, ist denn bei Jonas, was er gerade hier mit meinem Bot da gelöscht hat? Ihr habt gestern angefangen, deine Karriere von BVB auf YouTube zu schauen. Stimmt? Okay. Hat mich, vielen Dank. Aber du kommst jetzt trotzdem von Badeschlappen hier rüber, oder? Und dann war das gerade nur ein Zufall, dass du genau dann gefolgt bist. Und wenn du erst angefangen hast, dann hast du ja einige, ein paar 290 Folgen vor dir. Und es werden nur einige kommen. Yaji, Konter. Nach dem 2:0 lassen wir es schon ein bisschen ruhiger angehen. Finde ich aber nicht schlimm. Bis Rang 5 sind es 5 Punkte Rückstand. Ist ja, wie gesagt, ohnehin nicht unbedingt unser Ziel. Ein paar Zufall, Timmy. Okay. Na dann. Ja, Jonas, der Schlappi, Badeschlappen, hostet mich, genau. Sind ja gerade 62 Zuschauer. Sei lieb. Dino. Dann nenne ich ihn jetzt Ehrenschlappi. Oder eher gesagt, Hashtag Ehrenschlappi. 2-0, perfekt. So startet man doch gerne in die Folge. Und Adama Sarr kommt wirklich immer besser zum Zuge. Ich glaube, diese Partie jetzt gegen Sergio Football Club hat ihm ganz gut getan. Hallöchen, Luke. Herr Junge, zurück. So. 62 Leute, die sich aufregen, dass PSG es noch schaffte. Mathis sind wir da. Genau. Hallöchen, Luke. Auch an dich, vielen Dank fürs Einschalten. Das kommst du von Badeschlappen gerade rüber. Na komm, gib nochmal hier einen Ehrenschlappi. Hey, hey, hey. Schon 10-mal jeden begrüßen. Luke,
Bester Mann. Jakob Modder, gar nicht mal so schlappieren. Okay, Jonas, das hört sich ein bisschen falsch an. Den könnte ich mir wahrscheinlich leisten zur neuen Saison. Oder wir verkaufen einige zur Pause. Aber wir haben gerade wirklich wichtige Positionen, wo wir Spieler brauchen. Gut, Hoffmann, der ist nicht gut genug, leider. Trotzdem natürlich vielen Dank an denjenigen, der mir damals den Spieler vorgeschlagen hat. Das war natürlich sehr, sehr nett. Ah, schlappieren, meintest du? Schlappieren hört sich auch komisch an. Was machst du gerade so? Oh, ich schlappiere ein bisschen. Genau, ist denn die Rechtschreibung liegt wieder. On point. Jesus Jimenez. Was hat das gerade schön ausgesprochen, ne? Jimenez. Ich würde ja am liebsten jetzt, wenn Schlappi noch da sein sollte, sagen, kriegst du gerne zurück, sonst hast du dann Wait. Aber ich glaube, bei meinen Zuschaueranzahlen würde es sich jetzt nicht so freuen. Aber mache ich trotzdem. Okay, erstmal ein Follow von mir, Badeschlappen. Jana verletzt. Nur ein Tag. Vincent Till können wir uns das leisten, aber wir wissen natürlich, dass er ein schon sehr guter Spieler wird. Das ist klar. Luke schreibt, achte bitte mehr auf Beweglichkeit, dass sich die Beweglichkeit mit Schnelligkeit antritt, multipliziert im Spiel. Konzentration ist auch sehr wichtig, weil nicht trainierbar. Kann man Konzentration nicht auch trainieren? Weil das wird doch in der Realität auch versucht immer, also das sind Übungen zu trainieren. Aber ja, das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Okay. Gibt es starke Jugendspieler, die man zu Beginn holen sollte? Schreibt Timmy. Ja, da gibt es auf jeden Fall. Nee, Jonas, mir muss. Es reicht, wenn die Leute nur zugucken, also alles gut. Zumal das ist ja normal, wenn man hostet, dann guckt auch nicht jeder aktiv zu. Einige waren vielleicht gerade woanders, dann sehen die, aha, der streamt nicht mehr. Schalten ab. Das ist ganz normal, alles gut. Ich würde nicht sagen, dass in der U19 häufig gute Spieler sind. Zumindest meine Erfahrungen sagen da schon was anderes. Aber so, mir würden auf jeden Fall Spieler einfallen, und zwar Talismanio würde ich mal gucken. Die HG, wobei der wird nicht so stark, aber der ist ablösefrei. Wenn man ihm genug Spielpraxis gibt, dann wird er auch sehr gut. Bafunta, okay. Aber ich denke mal, dass der Timmy so die ganz starken braucht, meint. Reiner bin ich, sehe ich halt nicht so ganz, aber wahrscheinlich, wenn man ein bisschen aktuellere Datenbank benutzt, ist er wahrscheinlich ein bisschen stärker. Hugoné, ne, Mendes ist nur ganz leicht angeschlagen, da kann er ruhig weiterspielen. Sergio Gomez, ganz klar Sergio Gomez, den muss man holen. Mit einem der besten Standardspieler, die es gibt, Thiago Almada, Stan hat auch recht. Reina, okay, schaue ich mal kurz nach. Reina, ach, der ist hier schon stärker. Bei mir war der nicht so gut. Als ich damals mit dem BVB angefangen habe, direkt zu überließen. Da sehe ich es direkt. Haben die dann direkt angepasst. Sieht man sofort. Warum scoutet den? Ich werde ihn mir eh nicht leisten können.
Dias braucht noch bis zu 12 Tage, okay. So, let's go. Ohne Wechsel. Es lief sehr gut. Da werden wir nichts ändern, natürlich. Natürlich bin ich mit Anni ab dieser Leistung zufrieden. Ja, klar, Jonas, das wusste nur nicht, ob die Winter-Updates dann automatisch hinzugefügt werden. Oder ob man das jetzt selber von sich aus dann akzeptieren muss, praktisch. Und ja, das stimmt, Luke, man kriegt auf jeden Fall in günstigeren Ländern gute Talente. Ich würde aber auch nur sagen, Kroatien, Tschechien, da muss man gucken. Bosnien, selten. Aber gerne auch hin und wieder. Luke, kurze Frage an dich. Kamst du jetzt auch vom guten Badeschlappen-LP rüber? Ich glaube, Argentinien, Brasilien, aber die sind dann natürlich schon ein bisschen teurer, je nachdem, was für eine wo man haben möchte. Bin ja beim BVB und will versuchen, einen neuen Jugendspieler zu holen. Spiele mit der neuesten Datenbank, wo die Neuzugänge schon beim BVB sind, wie Bellingham etc. Das ist natürlich ein Vorteil. Ich musste mir einen Haaland noch kaufen. Für, glaube ich, 43 Millionen etwa. Um den Dreh. Auf jeden Fall nicht gerade für wen. Immer noch 34 Zuschauer. Krass. Vielen, vielen Dank. Okay, Luke, dann bist du wohl zufälligerweise hier rübergekommen. Wahrscheinlich Mukoko habe ich bei mir auch gar nicht. Wobei muss ich mal gleich reingucken, aber ich glaube nicht. Ich habe nur gefragt, Luke, weil ich halt gerade einen Host bekommen habe mit am Anfang 150 Zuschauern. Da dachte ich mir, eventuell bist du jetzt auch von da rübergekommen. Eine sehr, sehr gute Partie von uns. Wir haben jetzt wirklich mittlerweile ein Standardniveau erreicht, was sehr, sehr gut ist. Armand. Warte, wo ist denn Grenoble? Rang 12, okay. Nee, war immer da, nur nicht angemeldet. Ah, okay. Ja, stimmt. Sehr gut, dass dein Account erst vor 2 Tagen erstellt wurde. Stimmt. Aber freut mich, dass du anscheinend schon häufiger reingeschaut hast. Ich würde gerne noch abwarten. Die Partie ist, wie gesagt, bislang gut verlaufen. Das ist ein Steam-Mod, ein Bellingham-Sahne und so weiter und Bielefeld-Bully. Okay. Ja klar, aber ich habe die jetzt nicht so benutzt. Hab die verletzt. Wir kriegen immer mehr Probleme, ne? Bama kann ja zum Glück Linksverteidiger spielen. Mal gucken, wie lange er verletzt sein wird. Wir haben jetzt nicht mehr so viel Spiel in der Hinrunde, aber die Winterpause ist ja auch, glaube ich, nicht so lang. In Frankreich. Die Sahne, genau, Jonas. Ich nenne ja Leroy Sahne, wie du weißt. Oder wie vielleicht viele wissen, vielleicht. Dean Hahn. Außennetz. Komm jetzt aber vielleicht den Angriff, der zum Tor führt. Bamba, Azar, gut in Form, immerhin. Jetzt würde ich trotzdem gerne wechseln. Fadiga. Machen wir es mal so, Azar geht nach links außen. Die HG für Bruno. Und den Sturm der gute Lamine. Da hätten wir jetzt alle drei Wechsel hinter uns.
und konnten mal hoffen, dass vielleicht einer von den frischen neuen Leuten knipst. Selbst wenn wir jetzt verlieren sollten, ist mir immer am wichtigsten, wir spielen besser. Hin und wieder klappt es halt nicht, klar. Mit 3 Punkten. Oder auch mit einem. Aber wenn man immer und immer wieder die Leistung zeigt, dann wird man über kurz oder lang. Hallo. Jonas, wenn deutsche Vereine spielen, bin ich mal für die deutschen Vereine, auch wenn es Leipzig ist. Also morgen bin ich auf jeden Fall für RB. Das ist weh. Ach ja. Ich bin da auch nicht so der große FIFA-Fan, Jonas. Ich probiere es immer, habe ja auch schon Let's Play damit gemacht, aber bin da halt eher auf Pro Evolution Soccer Seite. Weil mir halt einfach immer das Gameplay wichtiger ist und der Realismus. Und das ist für mich bei FIFA nur sehr, sehr dezent vorhanden. Leider hat es nicht gereicht. Schauen wir uns mal an, wie lange der gute Koulibaly ausfällt. Der Abi eher gesagt, 4 bis 5 Wochen. Meine Laune ist richtig kacke, gerade weil die PSV-Fans doch nicht rausfliegen und ihren Verein wechseln. Passiert halt, ne? Dass die größeren Vereine gewinnen. Bamba auf jeden Fall nicht für die Reserve verfügbar machen. Der wird ja jetzt von Anfang an spielen müssen, solange bis die beiden Außenverteidiger wieder da sind. Immer schlimmer hier. Bonnet auf die Bank. Als nächstes kommt Drouin. Ja, die steigert sich beim Training sehr gut. Drouin und danach ein Pokalspiel. 4 Partien, na gut, danach haben wir knapp 4 Wochen. Timmy, schwer zu sagen eigentlich. Ich hatte jetzt Urlaub, da habe ich fast jeden Tag gestreamt. Auf jeden Fall streame ich immer abends. Also ich denke mal so allerfrühestens 19 Uhr. 19 bis 21 Uhr. Und jetzt, wenn mein Urlaub vorbei ist, werde ich schon versuchen, vielleicht 2 bis 3 Mal wöchentlich zu streamen, je nachdem natürlich, wie Lust und Laune da sein wird, aber ich gebe halt immer überall Bescheid, also kannst gerne auf Facebook immer mir folgen oder auf Twitter, auf YouTube, dann siehst du immer, ich gebe da immer Bescheid. So, dass du dann einfach nur gucken musst, wenn ich was schreibe. Häufig ist es natürlich spontan, dass ich streame, aber auch da versuche ich, so früh wie möglich immer Bescheid zu geben. Kann ja die Links reintun, zum Beispiel von YouTube. Twitter, was heißt denn? Was habe ich denn noch? Facebook. Und selbst auf Discord gebe ich mal Bescheid, also könnt ihr auch da sehr gerne reinschauen. Alles klar, dann wünsche ich dir eine gute Nacht und dann morgen viel Spaß in der Schule. Oliveira, den kenne ich gut, aber gut genug ist er nicht. Zumal in der Position, die ich nicht unbedingt mehr besetzen muss.
Boa Leute, ist das ein Name? Schau ich mal kurz. Nee. Also, das war auf jeden Fall bestimmt gute Nacht in irgendeiner Sprache, ne? Denke ich mal. Ich hätte jetzt auch noch mein Instagram-Profil hier rein tun können, aber das macht jetzt wenig Sinn, wenn du jetzt Bescheid wissen möchtest, wann ich streame, weil da weiß es halt nicht. Das war Portugal. Hätte man sich denken können. So, meine lieben Zuschauer auf YouTube, auf Twitch geht es noch weiter, keine Sorge, wie immer der Hinweis. Das war's dann von der heutigen Episode. Morgen geht's weiter mit, oder eher gesagt, übermorgen, mit dem Heimspiel gegen Estac Trois und dann das Auswärtsspiel gegen Football Club Centre Bretagne Plemont, wo wir natürlich gewinnen wollen und es auch bestimmt wissen werden. Bis dahin.